Ulrich Haar hat einen exzellenten Ruf als Entwickler weit über Audi und Volkswagen hinaus. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm nun Betrug, Falschbeurkundung und strafbare Werbung in Zusammenhang mit den Abschalteinrichtungen beim Diesel vor. Ihm, seinem Nachfolger Stefan K., dem ehemaligen Einkaufsvorstand Bernd M. sowie dem langjährigen Entwickler Richard B. Sie sollen früh über die Manipulationen informiert gewesen sein und somit mit dafür verantwortlich, dass mehr als 400.000 Audi, VW und Porsche Diesel mit der Betrugssoftware verkauft wurden. Der Dieselskandal nahm 2015 vom Entwicklungsstandort von Audi in Neckarsulmau seinen Lauf. Im September soll in München der Prozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Rupert Stadler beginnen. Gegen knapp 20 weitere Beschuldigte wird noch weiter ermittelt. In den USA war bereits im vergangenen Jahr Anklage gegen zwei der jetzt neu Beschuldigten erhoben worden, auch mit Unterstützung der Münchner Staatsanwaltschaft.